Herzlich willkommen, liebe Souls from Software und Sekiro-Freunde, zum nächsten Part vom Platin-Walkthrough zu Sekiro Shadows Die Twice. Heute werden wir zwei Story-Bosse besiegen und unter anderem werden wir den großen Brocken Genichiro mit 9 Heilungen besiegen. Ja, wir werden uns heute noch den letzten Kürbissamen holen. 9 sind aktuell möglich. Hätte mir das wer gesagt damals, dass das möglich ist, Genichiro mit 9 Heilungen zu bekämpfen, hätte ich mir das eine oder andere graue Haar erspart, obwohl ich kein einziges graues Haar hätte ich mir erspart. Na? So, jetzt haben wir aber da schon einen unangenehmen Miniboss. Das zweite Schlangenauge. Ja, ja. Ja, man sieht schon, was das drauf hat. Es ist halt so lächerlich, ne? From Software und Giftbecken. Ja, das schaut so dumm aus, wenn man da sprengt wie ein Kaschbau. So, wir rasten. So, das Problem bei diesem Miniboss ist, da würde eigentlich die Sabimaru sehr gut helfen, nur es ist noch nicht aufgewertet und darum ist dieser Boss schon zu stark. Da geht es leider nicht durch. Der Vorteil ist, im Gegensatz zum anderen Schlangenauge, können wir ihr ein Leben abziehen. Das geht, ne? Göttliches Konfetti rein. Einmal Arkus-Konfekt rein. Und auf geht's, der Gors noch. So, wir hauen da ein bisschen ab, denn da kommen einige andere dazu. Na, komm her. Ja, ah, das ist jetzt richtig unfair. Jetzt bin ich tot auch noch. Jetzt haben wir die da hinten auch gesehen, ne? Katastrophen. Tod ist tot, ne? War jetzt wirklich nicht gerade ein rühmlicher Kampf, aber das ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal. Wenn da von links und rechts lauter Typen auf mich schießen, ist mir das wurscht. Ja, leider geht das Sabimaru nicht durch. Das wäre natürlich sensationell gewesen, wenn das durchgehen würde. Ja, ist aber auch einer der schwersten Minibosse, also ist nicht so schlimm. So, jetzt werden wir mal die ganzen Items da einsammeln. Ja, sneaky. Ballon. Wunderbar. Was haben wir da? Ich glaube, ein Geldbeutel, oder? Ah, gelbes Schießpulver. Sehr schön. Ja, jetzt kommen wir schon langsam in die Gebiete, wo wir auch gutes Upgrade-Material bekommen. Magnetitschrott. So, was haben wir da für eines?
schwerer Geldbeutel. Wir werden nur so viel Kohle brauchen. So. Na, wieso? Wieso geht das jetzt nicht? Ist das jetzt euer Ernst oder? Ah, von da muss ich wahrscheinlich hin. Ja. Magnetitschrott. So, Itemüberblick, jawohl. Herrlich. Öl und da oben beim Kopf, da kommen wir jetzt noch nicht hin, aber gleich. Da liegt nämlich eine Gebetsperle oben. Das ist da schon wieder eine Kette, die wir voll haben. Das ist geil. So, ah, bin ich zu weit gegangen. Denn wir müssen da hoch. Jawohl. Na? Da mein Affen. Der bewacht einen Affenschnaps. Und jetzt das geheime Secret ist hier. Und das ist auch der Grund, warum wir hier sind. Denn das ist wirklich wichtig. Zum einen gelbe Schießpulver und zum anderen, das Wichtigste, eine Gebetsperle. Ja, somit haben wir das Giftbecken auch hinter uns gebracht. Jetzt gehen wir schon Richtung Dorf Mibu. Ein interessantes Storygebiet auf jeden Fall. So, das wird wie gesagt später ein Bossraum. Aktuell ist da noch nichts los. Tote Hose. Und da haben wir schon unseren schwarzen Samurai-Freund. Sie ist fort, aber vor ein paar Momenten war sie noch hier. Ihr seid... Oh, der Shinobi, hör zu. Ich habe sie endlich gesehen. Ja. Die Shamisen-Spielerin ist eine Frau. Ich konnte sie zwar nur aus der Ferne sehen... Aber sie war wunderschön und gleich wieder verschwunden. Oh, hätte ich sie doch nur gefragt. Aber ich war von der Melodie verzaubert. Aber jetzt, wo ich darüber nachdenke, mein Vater hat mir Geschichten über ein Dorf erzählt, das tief im Nebel verborgen liegt. Ein geheimnisvolles Dorf. Geh dort niemals hin. Aber das spielt jetzt alles keine Rolle. Und nun versperrt mir ein dichter, nebliger Wald den Weg. Wenn ich nur einen Weg hindurch finden könnte. Oh, ich höre sie in den Tiefen des Nebels. Der hat sehr viel Redebedarf. Ich glaube, der ist ein bisschen depressiv. Er spricht vom Dorf Mibu, aber da liegt zuerst noch ein Gebiet vor uns. Und so ist ein Nebelwald und es gilt jetzt, diesen Nebel zu lichten. Körpermerkmale verbessern. Super, Freunde. Die fünfte Gebetskette schon.
So, das Erste, was wir machen in diesem Wald, ist, wir bekämpfen gar nicht für die Gegner, sondern wir gehen direkt zum Nebeladligen und töten den. Denn der verursacht den Nebel und wenn wir den getötet haben, dann lichtet sich der Nebel, die Gegner verschwinden und alles ist easy. Der Typ, was da gesessen hat, der sagt uns eben nur, dass da ein Nebeladliger dafür verantwortlich ist. Wir laufen direkt dahin. Und dann können wir den ganzen Wald problemlos da abgrasen. Darauf. Jawohl. So, da haben wir jetzt einen bekannten Miniboss, den kennen wir auch schon. Ja. Es ist Jutsu der Trinker, beziehungsweise der Bruder oder sein Mutter oder sein Onkel oder sein Papa, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall der komplett idente Miniboss. Und das ist ein bisschen, wenn man Sekiro wirklich was bekriteln muss, dann ist einfach, dass sehr viele Bosse recycelt sind. Servus, du fetter Hund. Trinkpause, sehr geile Wampen, hä? Wenn er euch trifft. Könnt ihr euch sicher sein, der haut zu wie ein Truck. Aber er ist easy as fuck. Dick und easy, das sind mir die Liebsten. So, wir halten eine weitere Gebetsperle. Aber ist echt immer wieder saugeiler Kampf mit ihm. Macht man, ist einer der geilsten Minibosse, finde ich auch so. Fettachsklumpen. So, und jetzt sind wir da. Da wollten wir her. Und das ist eine nette Hommage an Dark Souls 3 und an Bloodborne. Diese Leichen, die was da runterhängen. Gefällt mir sehr gut, dass Sekiro trotz der ganzen Eigenheiten immer wieder sowas auch einbaut. So, da geht's jetzt rein. Schauen wir, ob da ist dann irgendein Secret vielleicht. Der ist mit Abstand der leichteste Miniboss, ne? Also, schaut euch das an jetzt. Und weg und geil, der Nebel ist gelichtet. Das schaut so cool aus. Da explodiert alles, zack. Ja, super geil. Und jetzt können wir das Ganze da erkunden. Sind alle Geister weg. Ein Kopfloser ist auch in dem Wald. Ich weiß nicht, sollen wir den schon versuchen, ha? Ich weiß es nicht. So, da geht's ins Dorf Mibo. Aber zuerst unser Vertrag. Na, wo ist das, Leute? Schreibt es in die Kommentare.
Der Sieger kriegt Elden Ring. So. Items. Fest draufbeißen. Leichter Geldbeutel. Kontaktmedizin. Gelbes Schießpulver. Hühnchenalarm. Irgendwo ist da so ein Adaminschrotter, wie das heißt. Na, fest drauf beißen. Suche nicht. Wo ist dieser Schrott oder das Upgrade-Material? Na, da geht es zum Dorf Mibo, wie gesagt. Ah, da hinten ist noch was. So schön dann, wenn man den Nebeladlingen. Nee, ich kann das Wort nicht aussprechen, oder? Den Nebeladlingen. Da, Adamantit-Schrott. Ganz, ganz wichtig. High-End-Upgrade-Material. So, ich bin zurück zum Start gegangen, denn ich will gerne das Gebiet jetzt vom Start weg clearen, damit ich auch kein Item vergesse. So gut wie es geht. Denn da sehe ich schon eines. Magnetitschrott. Da waren noch irgendwo drei gerade. Da unten. Kügelchen, Eisenschrott und Mibo-Ballon des Reichtums. Schnell weg hier, denn den möchte ich jetzt eigentlich noch gar nicht bekämpfen, Leute. Ehrlich gesagt. Die sind mit Abstand die schwersten Gegner so im Spiel, würde ich einfach mal sagen, von den Standardgegner. So, jetzt gehen wir ins Dörfchen Mibo. Ah, Trottel. Jawohl. So, hat der Typ ist was zu sagen? Ich bin furchtbar alt geworden, dieser alte Mann. Ja, der gibt uns auch keine Belohnung oder so, ne? Der spielt's nicht. Der hat uns eben nur für diesen Nebeltypen gewarnt. So, jetzt muss ich nochmal ins Dorf Mibo finden. Was ich soeben getan habe. Davor war eine Steinwand, die hat den Weg daher gesperrt. Das heißt, wir müssen diesen harten Miniboss, diesen Nebeltypen besiegen. Ich mag das Dörfchen Mibo. Ist für mich die leichteste Gegend im Spiel. Aber das hat echt einen Charme. Jawohl. Wir rasten. Jetzt bekommen wir es leider mit einem absoluten Trottel zu tun, aber zuerst wollt ihr noch selbst haben wir da einen neuen Händler und der verkauft Adamantit-Schrott. Das ist natürlich super und die kaufen wir uns auch die melierte Liederkürbisflasche 1800 und 2x600.
Pausen. Wollt ihr? So, denn diese Flasche, die macht, dass wir nicht so viel Grauen ansammeln und dann können wir uns den ganzen Kopflosen und Schischmenkrieger stellen. Die hole ich mir. Und jetzt brauche ich nur ein bisschen was. Wo die Verstar... Wohin? Wollt ihr... Sollen wir uns die Schatzkapfenschuppen auch noch kaufen, die zwei? Ich würde sagen, die kaufen wir uns auch noch. Den Drachenquellsacke. 1500, naja. Ist ja wurscht. Man lebt nur einmal. Wollt ihr... Jawohl. Dorf Mibu. Ja, das sind unsere Hauptgegner in dem Dorf. Problem ist, die sind zwar sehr easy, nur die kommen immer wieder. Fettwachsklumpen. Die sterben nicht aus. Ich meine, die sterben schon aus, nur es spawnen halt immer wieder sehr oft. Das müsst ihr wissen, ob sie die ganzen da immer killt. Also richtig farmen kann man ja da leider auch nicht, ne? Muss man ganz ehrlich sein. So. Die sind gefährlich. Die sind gefährlich. Eigentlich könnte man die auch mit Kiri kontern. Probieren wir es. Ja. Kann man mit Kiri kontern? Gut zu wissen. Korb, 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 Korb. Ich bin ein Korb. Okay, Bruder. Ich grüße euch. Korb, beruhigt euch. Ihr seid ihr eine ehrenwerte Person? Naja. Oh, ihr seid eine ehrenwerte Person? Wolltet ihr mich etwas fragen? Es tut mir leid, aber... Jetzt kann man ihn über das Dorf fragen. Das stimmt nicht mit diesem Dorf. Das würde ich auch gerne wissen. Bevor ich mich versah, ist jeder verrückt geworden. Für eine Weile war ich auch benommen, aber... Das hat sich gelegt, nachdem ich mich übergeben habe. Ich war so durstig, dass ich eine Menge Sake getrunken habe. Deswegen habe ich mich wohl auch übergeben. Der Oberpriester lädt uns manchmal auf Sake ein. Aber wisst ihr, wenn man Sake trinkt, wird man durstig. Das Sake-Fass ist im Nu leer. Also muss jeder das Wasser in den Teichen und Flüssen trinken. Aber je mehr man trinkt, desto durstiger wird man. Dabei... Nach den Dorfbewohnern fragen. Das stimmt mit diesen Dorfbewohnern nicht. Kai, ich weiß nur, dass sie Angst vor Feuer haben. Für eine Weile war ich auch benebelt. Und ich fühlte die gleiche Angst. Ein unlöschbares Feuer.
Nur der Gedanke daran bereitet mir Panik. Unlöschbar. Der Jäger Inuiko hat angefangen, Pinienharz zu verbrennen und sich in diesem Haus eingeschlossen. Dieses Harz brennt für eine lange Zeit. Inuiko ist der Ausgestoßene des Dorfes. Er isst gern Wildfleisch und so Sachen. Darum gibt ihm der Oberpriester keinen Sake. Wo ist Inuhikos Haus? Oh, auf der anderen Seite des Teichs. Erzählt mir von diesem Priester. Er ist die wichtigste Person im ganzen Dorf. Ihr könnt ihn im Schrein finden, den ganzen Weg am Fluss hinauf in der Nähe der Wasserquelle. Er hat zu uns gesagt, lasst uns alle zu Bürgern des Palasts werden. Wenn ihr genug Sake trinkt, werdet ihr alle zu Bürgern des Palastes, sagte er. Ach. Bürger des Palasts. Ihr müsst los, wie? Ich verstecke mich in diesem... Alles klar. Ja, wie gesagt, der dient eigentlich nur dazu. Aha. Uns ein bisschen was über das Dorf zu erzählen. Da sind alle verrückt geworden, die haben einfach auf gut Deutsch ein bisschen zu viel gesoffen. So, Beruhigungsmittel, ja, da spawnen die unendlich, ne? Aber die machen ganz schön Aua, wenn sie mal treffen. Ah. Das ist so ein Schwein. Der Typ nervt die, sie im Boden sind richtig, richtige Arschlöcher. Schaut euch das an. Da müssen wir eh schnell sein, die crappen man die ganze Zeit da am Boden. So, das Wichtigste, Kürbis sammeln und jetzt haben wir unsere neuen. Oh je. Kügelchen. Jawohl. Aber Falle, ne? Die sind gefährlich da. So. Gelbe Schießpulver. Göttliches Konfetti. Die
Ich bin zu dumm. Ich bin wirklich zu dumm anscheinend. Aschina-Sacke. Kontaktmedizin. So. Ja, ja, junges Mädchen, nicht mit mir. Normalerweise schon, aber heute nicht. Was tust du da herum? Handvoll Asche. Ist da noch irgendwas? War doch irgendwo auf einem Dach was. Bei die Dächer meine ich. Genau, da ist noch reingegangen. Gut. So, haben wir da noch ein Item. Ist jetzt saugefährlich, ne? Da haben wir doch was Feines. Kügelchen. Ja, da haben wir schon die nächste Figur und da einen verdammt harten Miniboss, so viel sei schon mal gesagt. Allerdings will ich doch zuerst noch einen Adamantin, oder das heißt Schrott, finden, denn den brauche ich. Und ich weiß, da liegt noch einer. Denn ich brauche jetzt den Sabimaru aufgewertet für den nächsten Miniboss, ganz dringend. So, da müssen wir schnell sein, da sind böse Fische im Wasser. Die beißen uns. Kügelchen. So. Okay, Seelenballon. Oh oh. So, da mal was ganz was Platin-Relevantes da oben, Freunde. Also nicht das, sondern da oben. Da haben wir zum einen den Adamantitschrott, perfekt. Und da haben wir das Harzglut.
Stück Harz mit ewig lodernden Flamme, mit ewig lodernder Flamme zum Verbessern des Flammenrohrs. Der Harz stammt aus einer schwarzen Kiefer im Wald von Dorf Mibu. Die immer präsenten Flammen waren Wegweiser, um den Weg ins Dorf zu finden. Mit der Zeit verachteten die Dorfbewohner die Flammen und die schwarzen Kiefern waren verloren. Wer die Flammen verteidigte, wurde ebenso verachtet. Na, das braucht man unbedingt für... Ja genau, jetzt kommt so eine Falle. Na, man... Da haben wir eh nichts mehr verloren. Und da ist gar nichts mehr. Gruselige Leute da. Ganz gruselige Leute haben wir da. Im Late Game gibt es ja ein Gebiet, wo man das alles so farmen kann, dass man ja zugeschissen wird damit. So. Da sitzt wieder unser Freund. Doch zuerst reisen wir mal zurück und schauen, ob wir den Sabimaru verbessern können. Dazu reisen wir in den maroden Tempel. Vom Adamantit-Schrott her müsste es eigentlich schon gehen. Jetzt schauen wir, ob uns andere Upgrade-Materialien fehlen. Kürbissamen lösen wir natürlich ein. Und jetzt haben wir 9 Stück von 10. Ja. Und waren noch nicht einmal beim Genichiro oben. Das ist natürlich ein Wahnsinn. Brauchst du. Jawohl, es geht. Wir haben alles. Durchdringender Sabimaru, 1500 Zen. Und jetzt, da brauchen wir schon Lapislazilu, oder wie das Lapislazilu. Das ist ein Material, da bekommen wir nur insgesamt 6 pro Spieldurchgang und 10 brauchen wir. So. Jetzt haben wir da den durchdringenden Sabimaru. Herrlich. Herrlich, herrlich. Und jetzt können wir auch den Miniboss angehen. Mhm. Naja, das können wir uns alles noch nicht leisten. Das müssen wir alles für Platin ausfüllen. Wassermühle. Und wir bekommen ja von diesem Samurai ganz eine tolle Belohnung. Den hätten wir eben auch da in das Verlies schicken können, zu den NPC, den was ich letztes Mal gekillt habe. Aber die Belohnung, was wir für ihn bekommen, ist halt unbezahlbar. Wo ist er jetzt? Da ist er. Seid ihr das, Shinobi? Ich war so von der Melodie fasziniert, dass ich euch gar nicht bemerkt habe. Ich kann sie hören. Ich bin mir sicher, heute auch gar nicht aus. Dass die Shamisen-Spielerin dort drüben ist. Ich wusste es. Seine Quest ist ja dann vorbei und wir bekommen dann die beste Belohnung vom ganzen Spiel. Das wollte ich noch mit dazu sagen. Nicht, dass ihr den Dialog vorzeitig abbrecht, denn sonst funktioniert das nicht. So, jetzt bekommen wir es mit, wie gesagt, an der härtesten Minibosse in Sekiro zu tun. Für das haben wir die Sabimaru jetzt ausgerüstet. Warum weint ihr? Weil ich traurig bin.
Gute Antwort. Ich weiß nicht, wo Sakusasama ist. Es bricht mir das Herz, wenn ich ihn nicht sehen kann. Will ich das zumindest wissen, aber egal, wie viele Briefe ich ihm schreibe, er schreibt nie zurück. Er wird seine Gründe haben. Aber könnt ihr mir sagen... Na, ich weiß es nicht. Warum? Und sie sagt, sie ist einer Lügner. So, ganz hardcore schwer. Da baut man halt so schwer Haltung auf. Weil sie ein Geist ist, ne? Und schnell weg. Ich fühle mich so verarscht von der, Alter. Die haut zu, die Kleine. Heilung. Erste Phase, jawoll. Fein, fein. Oh, Sakusasama, wenn ihr nicht zu mir kommen wollt, komme ich eben zu euch. Müssen wir schnell sein. Yes, es ist so geil mit diesen Sabimaro, Leute. Ich freue mich. Es ist einer der geilsten Kämpfe. Ciao! Ich bin ja so froh. Ja, das... hat mir an seiner Stelle diesen Mann da geschickt. Genau. Und sie sagt jetzt... Und er ist genau da drüben. Es ist so herrlich. Und jetzt können wir die Quest beenden. Gebetsperle. Und, ganz wichtig... Hauch des Lebens. Jetzt wird noch mehr Leben aufgefüllt, wenn wir jemanden mit einem Todesstoß backsteppen oder töten. Richtig nice. Richtig, richtig geil. So, jetzt erhalten wir unsere Belohnung. Seid ihr das? Shinobi? Ja. Ich muss mich bei euch bedanken, Shinobi. Bei mir bedanken? Ihr habt die Shamisen-Spielerin zu mir gebracht. Noch vor einer Sekunde hat sie mich gestreichelt, während sie ihre süße Melodie gespielt hat. Die Melodie war anders als zuvor. Wie ein Schlaflied. Eine friedliche, warme Melodie. Sie hat zu mir gesprochen, als sie spielte. Danke, dass du zu mir gekommen bist, hat sie gesagt. Es hat sich herausgestellt,
dass sie wirklich mich gerufen hat. Oh Gott, die Stimme von dem. Bitte. Nehmt das. Und jetzt erhalten wir Jinzas Jitsu-Statue, eine Buddha-Figur in rosa Stoff, in Gebet zwischen den Händen gehalten, stellt sie eine Einheit Auferstehungsmacht wieder her. Das Einhüllen einer Jitsu-Statue steht für elterliche Liebe. Sakusa-sama nimmt den Stoff und verhüllt damit diesen Kleinen, auf dass sein Leben friedlich sei. Ich bin jetzt so schrecklich müde. Und jetzt haben wir bei einem Fall eines Bosskampfes zwei Wiederauferstehungen. Das heißt, wir können sterben, dann nehmen wir eine Statue, dann können wir wieder sterben und dann nehmen wir noch eine Statue und dann können wir wieder sterben. Ja. Es ist Rechnen ist schon meine Stärke, muss ich sagen. Und das würde man wirklich aufheben für einen Boss, der harten Boss. Es gibt so vier richtig harte Bosse in dem Spiel, Freunde. Richtig, richtig, richtig harte. Es ist auch das Spiel, was für mich persönlich den schwersten Boss der Geschichte hat. Spoiler, es ist nicht der Endboss. Der ist auch verdammt schwer. Das ist für mich der zweitschwerste Boss der Geschichte, aber ich meine den anderen. So, da haben wir jetzt noch ein nettes Secret. Und ich bin zu dumm, da hinzuspringen. Alles klar. Also den Boss, von dem ich spreche, das ist der Boss, den was wir auch besiegen müssen für das Secret Ending. Einmal müssen wir den nur besiegen und der ist einfach so dermaßen heftig. Das ist die größte Challenge, was ich je gehabt habe. Bin schon gespannt, wenn ich auf ihn treffe, wie es ihm geht, den alten Sack. So, jetzt haben wir da so eine Truhe und da haben wir göttliches Gras drinnen. Na, da hätte man irgendwas Besseres erwartet irgendwie. Göttliches Gras ist zwar super, es hält das Leben einmal auf. Aber ja. So, jetzt gehen wir schon langsam Richtung Gebietsboss auf jeden Fall. Dazu gehen wir da rüber. So einen fetten Arsch. Ach, die wollen uns da verfluchen. Echt spooky Dorf, ne? So, wir gehen da runter. Ich sehe nichts und hier haben wir uns an die Tür. Da haben wir zum einen göttliches Konfetti, brauchen wir gleich für einen Boss, einen NPC. Roter Klumpen, das würden wir brauchen für die Quest vor dem Dude vom Verlies. Und da haben wir eigentlich was ganz was Feines oben. Platin-relevant, klar. Denn eine erneute Gebetsperle.
Und das ist sexy. Schwerer Geldbeutel. Yeah. So. Wir reden mit dem Dude. Ich grüße euch. Sagt, was tut ihr da? Es fühlt sich an. Oh, das ist gut. Innen schmilzt es. Aber es ist nicht genug. Weiter einschenken, bis es überläuft. Kommt zu mir, liebe Leute. Kommt zu mir. Als Bürger des Palasts. Doch so fülle. Ja, zu dem kommen wir später noch. Komplett verrückt, der Dude, ne? So Leute, ich habe mir jetzt gedacht, dass ich den Boss vielleicht noch nicht mache, denn er ist ja eigentlich jetzt noch nicht geplant, weil wir haben ja unsere neuen Heilungen. Und für den Boss sei gesagt, ihr braucht göttliches Konfetti, am besten Feuerwerk und eine Handvoll Asche. Ich mache den trotzdem jetzt. Knallsamen sind auch nicht schlecht, ne? Können wir auch sehr gut gebrauchen. Es ist ein sehr leichter Boss, nur wie gesagt, wenn ihr nicht genug göttliches Konfetti habt, das braucht ihr, um Schaden zu machen, dann empfehle ich euch, geht's die Farming-Runde, was ich euch gezeigt habe, beim Vorzimmer in der Aschinerburg. Da könnt ihr göttliches Konfetti farmen. Ich mache jetzt den einfach. Dazu gehen wir hoch da. Servus. Mhm. Jetzt bin ich falsch gegangen, ich Depp. Gehen wir halt hier entlang. Von der Statue geradeaus. Ja, die Quest mit dem Samurai ist vorbei. Wir haben diese tolle Belohnung bekommen. Die beste Belohnung meiner Meinung nach. Jetzt gehen wir zum Boss. Ist sehr leichter Boss. So einfach da vorbei am Haus, wo wir gerade drinnen waren. Göttliches Konfetti nehmen. Feuerwerk ausrüsten und los geht's. So oder so leicht. Da hätte man mit Kiri kontern können. Jetzt sage ich Handvoll Asche. Na, dann macht sie das. Aber wir brauchen jetzt... Hoppala. Für mich einer der leichtesten Bosse, muss ich sagen. So, göttliches Konfetti. Jetzt werden wir es ein bisschen mit Handvoll Asche bedienen. Hoppala. Hoppala, hoppala, Mädel. Ja, lassen wir es drehen. Nein, ich wollte Handvoll Asche machen. Jetzt natürlich, wenn ich sage, dass das einer der leichtesten Bosse ist, ne?
Na herrlich. Oh je. Boah, wieder göttliches Konfetti. Ich liebe den Boss, aber da kommt ja, von derer kommt eine bessere Version. Hoppala. Das muss wieder drehen. So. Oh, Bruder! Alles klar. Wenn es sich schwer tut mit dem Boss, ne? Oh. Ja, wie gesagt, man braucht 5 göttliche Konfetti. Das braucht man schon. Oh, jetzt hat sie mich erwischt, okay. So geiler Boss, gefällt mir. Oh je, ich bin im Eck. Macht nix. Knallsamen. Jetzt können wir auch Schaden machen. Und das war's mit ihr. Ganz leicht eigentlich, Leute. Muss man schon sagen. Erinnerung, verdorbene Nonne. Und wir bekommen keine Trophäe. Was sagt das aus? Dass es vielleicht nicht die echte verdorbene Nonne war? Kann sein, ne? Und noch viel wichtiger, die Mibu-Atemtechnik. Ob jetzt können wir tauchen. Ja? Jetzt können wir tauchen. Und da werde ich dann nochmal eine extra Episode machen, wo wir alle Kopflosen töten, alle Shishmen-Krieger oder wie die heißen, und wo wir alles unter Wasser clearen. Und das Gute ist, jetzt können wir nämlich zu Genichiro gehen, haben 9 Heilungen und einmal sogar Angriffskraft mehr. Ne? Relikt verdorbene Nonne. Eine Erinnerung an den Kampf gegen einen starken Gegner. Obgleich die Erinnerung weit zurückliegt, stärkt es den Wolf, sie sich wieder zu vergegenwärtigen. Die verdorbene Nonne trug die Maske einer mächtigen Wächtergottheit. Sie war so verschwommen, dass sie fast wie eine Illusion schien. Wieso hat sie die Höhle beim Dorf Mibu bewacht? Naja, das werden wir nach dem Kampf gegen Genichiro rausfinden. Wir haben 2 Fähigkeitspunkte. Was können wir uns da nehmen? Das wäre nicht schlecht. Okay, warten wir noch ein bisschen. Jetzt gehen wir da lang. Also jetzt zeige ich das jetzt nur, da können wir jetzt nicht weiter, denn da müssen wir storybedingt dann her. Und hier heben wir auf. Schutzstein, ein Stein, der auf dem Altar im Dorf der Wasserbewohner gefunden werden kann. Solche Steine bilden sich in den Körpern jener,
die das Urquellwasser über längere Zeit trinken. Trete in den Eheschrein und biete den duftenden, glückverheißenden Stein an. Bestandteil des Räucherwerks, das vom göttlichen Erben zur Aufhebung der Unsterblichkeit benötigt wird. Und da geht es dann später weiter. Da geht aktuell natürlich noch nichts. Ne? Da gibt es auch nichts mehr, denn jetzt geht es endgültig gegen Genichiro. Und das ist fantastisch. Es ist einfach jetzt krass, wie viel Heilungen wir haben und wie viel Angriffskraft wir vor Genichiro schon haben. Wie gesagt, mehr Heilungen geht nicht vor Genichiro. Wir reisen jetzt. Oberes Turm Ashina Dojo. Oberes Turm. Oberer Turm. Oberer Turm. So, jetzt rüsten wir uns gut aus. Weg, weg, Kügelchen rein. Für den Falle eines Falles. Und ja, von den Prothesenmodule brauche ich gar nichts. Auf geht's. Wie geht es meinem Großvater? Ishin-sama ist... Es ist ein Wunder, dass er noch lebt. Ein Wunder. Ist es das? Göttlicher Erbe, ich frage euch erneut. Lasst mich den unsterblichen Eid leisten. Das kann ich nicht, Genichiro-sama. Euer Sieg damals bedeutet nichts. Er wird sein Leben riskieren, um mich zu retten. Denn er ist mein Shinobi. Kurosama, ich bin euretwegen hier. Ich brauche nur einen Moment. Verstehe. Solange du am Leben bist, kann das Drachenblut nicht mein sein. Kämpft. Shinobi, ich hätte nicht gedacht, dass wir uns noch einmal wiedersehen. Mikiri. Erste Phase. Ich bin noch nicht fertig. Shinobi des göttlichen Erben. Hätte man auch Mikiri gekonnt.
Okay, Haltung hat er mal gebrochen jetzt. Und das war schlecht. So, ich muss mich heilen. Beeindruckend. Shinobi, jetzt kommt die geilste Phase. Du hast mehr verdient. Würdest du einem anderen Herrn folgen? Häresie. Häresie, sagst du? Um Ashina zu erhalten, würde ich jede... Form heretischer Macht in meine Gewalt bringen. Dafür ertrage ich alles. So eine geile Phase. Nimm dich in Acht vor dem Blitz von Tomoe. Es fängt immer mit einem Mikiri-Konter an, jedes Mal. Ihr merkt, wie schnell wir Haltung aufbauen bei dem. Und das war Phase 3, Freunde. Genichiro Ashina Trophäe erhalten. Also ihr habt gesehen, wie schnell das geht, wenn man dran bleibt bei dem. Ne? Das ist einfach so ein krasser Boss. Und ich sage euch jetzt was, Leute. Es gibt viele Souls-YouTuber und Typen in die Gruppen, die was sagen, ich bin der Beste, ich bin so gut. Ich sage euch was, ich habe bei dem Typen 3 Tage gebraucht, bis ich den besiegt habe beim ersten Mal. Ja? Also es ist für Beginner, für mich damals, wie ich Beginner war, war das so ein Mother, ne? Das war Wahnsinn, aber er ist eigentlich ganz, ganz, ganz leicht. Also bitte, wenn ihr bei diesem Boss Probleme habt, das ist der erste Boss, wo man Probleme haben kann, dann gebt es einfach nicht auf. Es geht wirklich nicht so schwer. So, Erinnerung Genichiro, eine Erinnerung an den Kampf gegen einen starken Gegner, der für immer an den Geist des Wolfs weiterlebt, bla bla. Die Angriffskraft kann, ja. So, und jetzt haben wir unsere erste Fähigkeit erworben, den Blutrauch Ninjitsu. Das ist sensationell, das zeige ich euch dann gleich. Ja. Du warst siegreich, wie ich sehe. Was macht ihr? Ich will dir nichts tun. Shinobi des Göttlichen... Genichiro-sama, ist das das ewige Wasser? Ashina. Dieses Land bedeutet mir alles. Und für Ashina gebe ich meine Menschlichkeit auf. Wiederbelebung. Ja. Lebt wohl. Böser Bubi. Ein böser Bube. So.
Wir können da unsere erste Ninjutsu-Technik ausrüsten. Drei gibt es und es gibt auch eine Trophäe dann dafür. Blutrauch-Ninjutsu. Jetzt aktivieren wir da die Figur. Angriffskraft verbessern. Relikt Genichiro, eine Erinnerung an den Kampf gegen einen starken Gegner. Obgleich die Erinnerung weit zurückliegt, stärkt es den Wolf, sie sich wieder zu vergegenwärtigen. Genichiro Ashina wurde als Bürgerlicher geboren. Nach dem Tod seiner Mutter nahmen die Ashina ihn auf. Da sein Land kurz vor der Zerstörung stand, wandte er sich heretischen Techniken zu und meisterte den Blitz von Tomoe. Vielleicht ist Häresie der Schlüssel zur Rettung. Super fein. So, Emma, was geht? Nun konnte ich endlich die Befehle meines Meisters erfüllen. Ich danke euch. Wem genau dient ihr? Ishin Ashina. Ich arbeite als Ärztin für Ishin-sama. Warum solltet ihr mir helfen? Ishin-sama hat kein Interesse daran, die Macht des Drachenerbes zu nutzen. Darum wollte er... Er wollte Kuro-sama zur Flucht verhelfen. Korrekt. Die Nachricht im Brunnen. War sie von euch? Ebenfalls. Meine Pflichten sind erfüllt, aber es gibt da jemanden, den ihr sicher gerne sehen wollt. Kuro-sama wartet unten auf euch. Es gibt da Kuro-sama, Girl. So. Oben eine Statue, da auch wieder eine, ne? Kuro-sama, servus. So, schaut euch das an, Freunde. Wo sind wir jetzt? Level Design 10 von 10. Direkt beim maroden Tempel. Da ist der Bildhauer. Na, herrlich. Jetzt können wir immer da lang gehen. Und ich habe mich verrennt. Nein, habe ich mir nicht. Ja, ein bisschen schade ist, dass so eine Blende ist. Das heißt, das Level wird schon neu geladen. Ne? Aber von der Idee her ist es nett. Ich bin euretwegen hier, Kuro-sama. Ja, und das ist gut so. Gehen wir. Wir müssen fort aus Ashina. Wolf, mein Blut, das Drachenblut, bewirkt, dass man unsterblich wird. Das gilt nun auch für dich. Ja, Kuro-sama. Ich wollte dich retten. Ich würde beim nächsten Mal... wieder genauso entscheiden. Aber Unsterblichkeit sorgt für Stillstand. Der unsterbliche Eid. Das ewige Wasser. Die Drachenfäule. Sie verderben die Menschen. So weit, dass sie nicht mehr menschlich sind. Ich möchte die Ketten des Stillstands durchbrechen, die durch das unsterbliche Drachenerbe erzeugt werden. Wolf, wirst du mir dabei helfen? Vater, ich darf die eisernen Regeln... Ich kann es nicht tun, um euch, den göttlichen Erben, zu... Dies war die Pflicht, die mein Vater mir auferlegte. Wie oft bist du schon meinetwegen gestorben? Zweimal? Dreimal? Oder vielleicht so oft, dass man es nicht zählen kann? Ja. Wenn es darum geht, meinen Meister zu schützen, ist die Anzahl egal. Ich möchte nicht, dass du an den ewigen Untod gebunden bist. Wolf, hilf mir dabei, die Fesseln der Unsterblichkeit zu durchtrennen. Wie ihr wünscht. Danke, treuer Wolf. So, wie gesagt, bei der ersten Dialogoption ist es komplett egal, was ihr wählt. Es kommt auf selber drauf raus dann. Wenn wir die Fesseln der Unsterblichkeit durchtrennen wollen, dann weiß ich, wo wir anfangen. Wolf, sieh dir das an. Aufhebung der Unsterblichkeit Text. Ein Buch von Kuro über die Kunst der Aufhebung des Drachenerbes. Es sieht... alt aus. Der Einband ist gerissen und es fehlen Seiten. Hierhin ist das Ritual zur Aufhebung der Unsterblichkeit beschrieben. Finde das Heiligtum jenseits des Palasts der Urquelle und trinke die Tränen des heiligen Drachen vom Reich der Götter. Absolutes Late-Game-Gebiet. Eine alte Aufzeichnung aus der Ashina-Burg. Heilige Drachentränen aus dem Reich der Götter. Ja, ich glaube, dass wir mit den Drachentränen das Drachenerbe aufheben können. Aber das Reich der Götter... Wie? Ich weiß es. Wolf, das Räuchergefäß da drüben, das hat mal einer wichtigen Person gehört. Sieh es dir an. Okay. Gibt es da etwas Besonderes zu finden?
Man sagt, dass vor langer Zeit ein anderer göttlicher Erbe hier in der Ashina-Burg lebte. Sein Name war Takeru-sama. Das Räuchergefäß gehörte ihm. Wo ist er jetzt? Er ist angeblich schon seit langem tot. Gehüllt in den Duft der Urquelle kehre ich ins Reich der Götter zurück. Diese Worte soll er hinterlassen haben. Ihr sagt, dass der Duft der Urquelle den Weg zum Reich der Götter öffnet? Das glaube ich. Wolf, finden wir gemeinsam die Wahrheit heraus. Und was den Beginn unserer Suche anbelangt, ich bin sicher, dass sich einige von Takeru Samas Büchern noch im Schloss befinden. Bücher, die ihm helfen sollten, das Reich der Götter zu finden. Ich werde sie suchen. Neben der Suche nach dem Weg ins Reich der Götter könnten wir auch herausfinden, wie wir die unsterblichen Fesseln durchtrennen. Ein guter Vorschlag. Rede mit Ishin Sama. Wenn irgendwer die Antwort kennt, dann er. Wolf, komm mit. Okay. Backstep. Hat das ist sein müssen, dass wir 2 Meter umgegangen. Ishin Sama ist nicht in der Burgzitadelle. Er erholt sich in einem dieser Wachtürme. Doch der Weg zu seinem Wachturm ist versperrt. Er ist nicht bei bester Gesundheit. Wie komme ich hinein? Ein Weg auf dem Dach führt dorthin. Er wird jedoch von den Nachtschwalben-Ninja bewacht. Der Weg ist für Shinobi gedacht. Aber das sollte ja kein Problem für dich sein. Ich habe gehört, die Nachtschwalben nutzen Rauchsignale zur Orientierung. So ist es. Wenn du den Rauchsignalen folgst, solltest du Ishin Sama erreichen können. Durch dieses Fenster gelangst du aufs Dach. Das passt, jetzt gehen wir zum Ishin Sama. Da waren wir ja schon. Jetzt hoffe ich nur, dass er da ist, weil ab und zu ist er einfach nicht da. Ja, ab und zu ist er unterwegs. Was für ein Weg, den können wirklich nur Shinobis finden. Krass, ne? Über das Leben des göttlichen Erben. Ja? Ich möchte euch etwas fragen. Doch zuvor, Sake. Was? Du hast ihn dir verdient. Hier. Unkultivierten Sake. Mein Enkel Genichiro wurde vom ewigen Wasser verzaubert. Gut, dass du dem für mich ein Ende bereitet hast. Ich bin dir zu Dank verpflichtet. Ich habe nur die Regeln befolgt, die mein Vater mich gelehrt hat. Ah, die eisernen Regeln der Shinobi. Ich verstehe. Du bist der Sohn des Uhus, der Junge, den er während der Rebellion gefunden hat. Ja. Und deine Reisen führten dich hierher. Das Schicksal eines Menschen ist irgendwie seltsam. Meinst du nicht auch, Sekiro? Ihr seid... Also, was möchtest du wissen? Ja, es ist klar, das ist der Tengu, ne? Der göttliche Erbe will die Fesseln der Unsterblichkeit durchtrennen. Ich will wissen, wie das möglich ist. Die sterbliche Klinge. Mit so einer Waffe wäre es möglich. Das ist vielleicht der Schlüssel zu dem, wonach du suchst. Die sterbliche Klinge. Mit ihr kannst du jemanden töten, der auf gewöhnlichem Weg nicht sterben kann. Jemand, der nicht sterben kann. Die Infizierten. So nennt man sie, glaube ich. Ich habe noch nie einen gesehen. Es heißt, man könne ihr Herz durchstoßen oder ihren Kopf von ihrem Körper trennen, doch sie würden nicht sterben. Wenn die Geschichten wahr sind, müssen sie furchteinflößend sein. Um ein solches Ungeheuer zu töten, bräuchtest du die sterbliche Klinge. Wo finde ich diese sterbliche Klinge? Wie ich hörte, soll sie im Senpo-Tempel sein. Aber es heißt, dass die sterbliche Klinge nicht gezogen werden kann. Was soll das bedeuten? Ich bin nicht sicher, aber das erzählt man sich darüber. Jetzt sind die Tore des Tempels jedoch geschlossen. Wer weiß, was diese verdorbenen Mönche da oben in den Bergen hinter verschlossenen Türen treiben. Es gibt keine vernünftigen Straßen, die dort hinaufführen. Ja, da waren wir eben schon und wir können auch dann direkt zum Bosskampf gehen in der nächsten Episode. Du willst gehen, Sekiro? Die Unsterblichkeit zu durchtrennen wird ein großer Kampf werden. Und im Kampf werden die Pläne und Begehren der Beteiligten aufgewühlt. Wenn du zögerst, wirst du hinfortgeschwemmt. Und verliere den Kampf. Das stimmt. Merke es dir. Sekiro,
Zögern heißt verlieren. Danke, Ishin-sama. Der Weg ist wirklich ein Witz, ne? Genau, da kommen wir jetzt. Es ist nicht plattenrelevant, aber man kann ihn da irgendwo jetzt belauschen. Ah, schau. Magnet-Hitshot, okay. Okay. Also, man kann ihn später, muss man ihn auch belauschen. Wolf, ich habe etwas gefunden. Die Bibliothek ist offen. Triff mich dort. Schauen wir mal, wo die Bibliothek ist. Die ist sicher voll weit weg, oder? Achso, die ist wieder 2 Meter da drüben. Und jetzt haben wir diesen Schlüssel. Erst jetzt können wir da weiter, wo wir den Tausendfüßler besiegt haben, wo das Tor dazu war. Nur nach dem Sieg gegen Genichiro können wir jetzt weitergehen. Und das machen wir im nächsten Part. Dieser lästige Staub. Ich bin zurück. Oh, Wolf, hast du Ishin-sama getroffen? Das habe ich. Er sagte, die sterbliche Klinge, sie könnte der Schlüssel zur Aufhebung der Unsterblichkeit sein. Die sterbliche Klinge? Ein Schwert, das die Macht hat, die Unsterblichen zu töten. Es befindet sich im Senpo-Tempel. Verstehe. Das hört sich vielversprechend an. Senpo-Tempel? Wie ihr sagt. Ich für meinen Teil habe nach Büchern mit Hinweisen auf den Duft der Urquelle gesucht. Anscheinend hat Takeru-sama wirklich einen Weg ins Reich der Götter gesucht. Ich habe bislang eine relevante Information gefunden. Und zwar? Eine Blume. Kuro-sama, das ist für euch. Ist das etwa... Es ist ein Sakura-Tropfen. Das ist... Wenn das unsterbliche Versprechen des Drachenerbes gebrochen wird, soll dies anstelle des Eides verbleiben. Glaubt ihr, Takeru-sama hat es zurückgelassen? Höchstwahrscheinlich. Wolf, wenn du es wünschst, kann ich diesen Sakura-Tropfen benutzen, um dir zu helfen. Jetzt geben wir ihm den Sakura-Tropfen. Wenn ihr so gütig wärt. Natürlich. Schließ deine Augen. Kuro-sama. Und jetzt haben wir... Takeru-samas Drachenblut lebt mit dir weiter. Ich nehme es demütig an. Ja. Du kannst deine Augen wieder öffnen. Kuro-sama. Zusätzliche Auferstehungsmacht gewährt. Das war ein Segen von Takeru-sama. Nutze ihn gut. Ja. Jetzt haben wir, wenn die Zeit schnell vergeht praktisch, haben wir dann eine erneute Auferstehung. Aber jetzt, das ist nicht so, wie ihr jetzt glaubt. So, jetzt haben wir da 2 Sachen, was wir jetzt auftreiben müssen. Stein, den haben wir schon. Ne? Da haben wir die Nonne besiegt. Darum haben wir den Stein schon. Kuro-sama. Dies ist für euch. Das ist ein Dokument, das jemand verfasst hat, der auf der Suche nach dem Urquellduft war. Ich verstehe. Dort steht, dass es in einem heiligen Dorf einen duftenden Nibu? Stein gibt. Aber ich habe nie von solch einem Dorf gehört. Was ist los, Wolf? Was hast du da für einen genau. seltsamen Stein? Wir haben Stein? Ihn schon. Ist das der duftende Stein der Urquelle? Mein Herr, dieser Stein wurde im Altar verwahrt. Ja, genau wie er im Buch beschrieben war. Ja. Und es gab auch eine Inschrift. Ein süß duftendes Brautgeschenk. So stand es auf dem Altar. Braut? Was für ein Ort war das denn? Es war in einer Höhle hinter einer Tür aus massivem Stein. Wohin würde eine Hochzeitssänfte wohl anschließend gehen? Wir werden es wohl nie erfahren. Süß duften. Kuro-sama, dieser Ort könnte das Tor zum Reich der Götter sein. Ich verstehe. Süß duftend. Also in den Urquellduft gehüllt. Darauf bezieht es sich vielleicht. Und jetzt die Blume müssen wir eben auftreiben. Da müssen wir in der Kanonenfestung dann weitergehen. Eine Blume? Lies erst das hier.
Duftende Blume, eine Notiz von Kuro, die von Takeru geschrieben wurde, den ehemaligen göttlichen Erben. Einst sollen Verwandte von Tomoe den Urquellduft gesammelt und den Palast aufgesucht haben. Ein Schlüssel könnte dort sein, wo sich das ewige Wasser in den Tiefen sammelt. Eine weiße und intensiv duftende Blume. Was ist? Eine Hinterlassenschaft von Takeru-sama. Ich habe nach Informationen zum Urquellduft gesucht und wie er mit dem Reich der Götter in Verbindung steht. Es fließt Wasser von der Urquelle durch Ashina. Und das Buch spricht von einer weißen Blume, die dort wächst, wo das Wasser tief ist. Sie scheint ein Teil des Urquelldufts zu sein. Eine Stelle, wo das Urquellwasser tief ist. Vielleicht ein tiefes Tal. Ja. Vielleicht meint er das versunkene Tal. Das Urquellwasser sollte dort hineinfließen. Wo ist dieses versunkene Tal? Jenseits des Waldes hinter der Burg. Tief im Wald gibt es einen Schrein, der der weißen Schlange geweiht ist. Wie du dir denken kannst, liegt das versunkene Tal direkt darunter. Es gibt keinen richtigen Weg dorthin. Aber ein fähiger Mann wie du wird ihn finden. Ein Teil des ist eine Wald... Ja. Das Tief, wie du... Du brichst auf, Wolf. Ich zähle auf dich. Kurosama. So, perfekt, Leute. Das nächste Mal geht's dann weiter ins nächste Gebiet. Also zuerst machen wir den Bosskampf oben in Senpo-Tempel. Da reißen wir schon mal hin. Zum Hauptsaal. Und jetzt können wir auch den Bosskampf machen. Das heißt, das nächste Mal haben wir zwei Hauptbosse wieder und etliche Minibosse. Da geht's dann rein. Aber für heute war's das, Leute. Ich hoffe, ich habe euch irgendwie helfen können. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich natürlich über ein Abo und Like freuen. Es geht bald weiter mit Platinum Walkthrough zu Sekiro. Für heute bin ich raus. Euer Jack FromSoft.